Hallo, heute stelle ich euch mal die neuen Staffeln von Star Trek Online vor. Hier ist meine USS Metatron XX2. Ich heiße ja in den meisten Spielen Garian Metatron. Da findet ihr mich auch auf YouTube immer. Und genau, und hier zeige ich euch jetzt mal, wo ich dran bin. Meine letzte Staffel war irgendwo bei der Dyson-Sphäre. Und dann beamen wir doch mal dahin. Porten, Entschuldigung, porten wir doch mal dorthin. Und ich zeige euch heute mal, welche Staffeln gibt es im Moment, was kann man alles an Story spielen, dass ihr einfach mal die Übersicht bekommt, weil mittlerweile ist ziemlich viel dazugekommen. Ihr seht auch, ich logge mich hier nach sehr, sehr langer Zeit wieder ein und meine ganzen Hologramme, meine ganzen Forschungs- und Entwicklungsleute sind wieder zurück. Ja, dadurch bekomme ich jetzt auch wieder ganz viele Auszeichnungen und kann die auch hier wieder mir anschauen gehen. So, das mache ich jetzt aber erstmal nicht, weil, ja, okay, mache ich dann doch Forschung und Entwicklung. Und jetzt kann ich die Bodenwaffe entwickeln und kann dort anfangen, die Baupläne zu machen. Was will ich? Ich will natürlich MK12, ich bin ja schon relativ weit. Und was ist meine Lieblingswaffe? Ja, ich nehme jetzt einfach mal die Antiprotonenwaffe. Und dann sollen die mal lernen. Wie kann die jetzt lernen? Das ist also auch irgendwas Neues, das kenne ich noch nicht. Und mal schauen, ob sie das hinbekommt. So, eine Antiprotonenbetäubungspistole baut die jetzt hier. Und in 4 Stunden, 4 Minuten 50 scheint die fertig zu sein. Hört sich ja gut an. So, wenn sie den Auftrag abgeschlossen haben, können sie Belohnung einsammeln. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Okay, also das kennt ihr schon generell. Das ist ja dieses, welche Aufträge gibt es und die Aufträge machen. Ich habe ja welche abgeschlossen. Jetzt kann ich mir hier mal die ganzen Belohnungen abholen. Ihr seht, meine Crewmitglieder waren fleißig und bringen mir hier ganz viele X-Credits und die Lithium-Erz. So, dann nochmal 125 die Lithium-Erz. Okay, und jetzt bekomme ich ja auch eine Nachricht, die Höhle des Löwen. Ihr braucht ein fähiges Ziel in der Landschaft, um die Berichte über die Borg-Aktivitäten im Borgus. Nehmen wir mal an, die Höhle des Löwen. Ja, was heißt das jetzt? Jetzt habe ich ja irgend so eine Quest bekommen, ich weiß von nix, wieder ein Auftrag. Das ist ganz schön jetzt ja gemacht. Wenn ihr mittlerweile auf J drückt, bekommt ihr Episoden aufgeführt, ja, und also zuerst bekommt ihr eine Übersicht, was gibt's alles, und dann gibt's Episoden, und diese Episoden sind jetzt wirklich die Story an sich. So, und diese Story an sich gibt's einmal der Klingonische Krieg, und ihr seht, die habe ich alle schon mal gespielt. Das ist eine fortlaufende Story, die schon relativ lange im Spiel ist. Die wurde natürlich überarbeitet, aber die ist schon lange da. Also da kommt man auf Raum und Dock und dann geht man auf die Quest im Weltraum gestrandet. Ihr seht auch Lieutenant oder Leutnant und dann welches Level die braucht. Dann gibt es noch für Ödland eine Quest, die war relativ neu. Die habe ich dann aber auch alle gespielt. Da geht es dann bis zum Commander auf Level 25. Dann geht es um die Romulaner. Da gab es ja eine relativ lange Geschichte drum, also dass die Romulaner jetzt sich wieder kriegerisch zeigen oder dass irgendwas bei den Romulanern los ist, und das waren dann die Remaner, ne? Aber die Geschichte ist auch nicht schlecht bis Level 34. Dann kommt der Cardassianische Kampf, und ihr seht auch hier, die Level gehen immer höher. Wir sind jetzt schon beim Captain Level 39 und da geht es auch relativ lange voran bis Konteradmiral Level 44. Dann kommt der Vormarsch der Borg. Die sind auch schon relativ alt. Also hier muss ich sagen, die Höhle des Löwen, das ist ja gerade die ich angenommen habe. Warum ich die jetzt nochmal bekommen habe, die scheine ich noch nicht gemacht zu haben. Also ich habe hier, also melden sich beim Gamma Orionis. Das habe ich wohl mal gemacht. Aber hier scheint es
Quest zu geben, die ich noch nicht fertig habe. Und das ist das Schöne. Hier seht ihr also wirklich, hier sind neue Quests für die Borgs gekommen und die habe ich noch nicht durchgearbeitet. Sonst hätte ich jetzt sagen können, noch einmal spielen. Wenn ich jetzt also mit den Quest weitermache, komme ich jetzt immer eine Stufe weiter. Und ihr solltet auf jeden Fall 45 sein. Ich bin jetzt 50. Das wird dann nicht so das Problem. Die Invasion durch die Breen ist Level 47. Die habe ich schon komplett durch. Also die haben mit dem Vormarsch der Borg wohl etwas Neues überarbeitet. Und die Solan Dyson Sphäre habe ich auch schon mal gespielt. Ihr seht, noch einmal spielen, noch einmal spielen. Noch einmal spielen. So, und hier gibt es wieder eine Turmkontrolle. Die habe ich wohl noch nicht gespielt. Oder noch nicht fertig. Muss ich mal kurz rufen. Na, passiert nichts. Fluidische Zerstörung habe ich auch noch nicht gespielt. Und die Oberflächenspannung auch noch nicht. Also, hier gibt es noch wirklich schöne neue Staffeln, Missionen, richtig Story in dem Star Trek Online, dass man sich auf jeden Fall nochmal anschauen sollte, wenn man es lange nicht mehr gespielt hat. Es ist sehr storylastig geworden und man versteht jetzt auch, was passiert, welche Story, welcher Ablauf, welcher Rahmen ist denn diese Story jetzt auch. Mit dem Transwarp kann man immer sehr schnell zu dem jeweiligen Storybereich springen, zu dem Planeten, zu dem Weltallbereich und so weiter. Also von daher, das lohnt sich nochmal zu spielen. Schaut es euch an. Vor allen Dingen der Vormarsch der Borg, die Solan Dyson Sphäre, das sind auf jeden Fall ganz neu aufgemachte. Und das Schöne auch, das ist jetzt das von der Föderation, von meinem Captain. Aber die Romulaner, ihr könnt ja auch die Romulaner jetzt spielen, haben eine ganz eigene Anfangsstory dann halt. Wenn man als Romulaner anfängt, geht das Ganze anders los, hat dann auch einen anderen Queststart. Und ihr seht, es gibt sehr viele Foundry-Sachen, das sind selbstgebaute Missionen. Dann gibt es noch nebenbei Tutorials und Missionen. Und das sind jetzt die, die ich alle in Arbeit habe. Auszeichnung kenne ich ja schon von früher. Da kriegt man jetzt alles Mögliche an Auszeichnungen, wenn man was geschafft hat. Wofür die gut sind, ich weiß es nicht. Die stehen hier halt einfach in den Gesamtpunkten, ist so wie Errungenschaften bei anderen Spielen. Also es gibt jetzt kein Dilithium-Erz dafür oder so, irgendwas Besonderes. Titel habe ich auch noch nicht viele dafür gesehen. So, und Protokolle ist einfach das, was man die letzten Male mit den Leuten gesprochen hat. Also, schaut euch nochmal Star Trek Online an. Es lohnt sich wirklich. Ich finde es toll, wie es jetzt gemacht ist. Und ihr seht jetzt auch hier, ne, da spricht jetzt jemand mit mir. Die sprechen jetzt auch viel mehr. Also, ja, die, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ja, okay, die sprechen nicht immer, aber seitdem das Romulaner-Add-on da ist, haben die auch in den Hauptquests sehr oft Sprachausgabe dabei. Ich kann jetzt nur gerade kein Beispiel finden. Moment, ich schau mal gerade. Ne, den kann ich jetzt auch nicht mehr nochmal ansprechen, aber der hatte gerade eben auch nicht geredet. Aber wie gesagt, die sprechen mittlerweile wieder ein bisschen mehr als früher. So, dann erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Wie so eine Mission läuft, was da so passiert, das zeige ich euch dann im nächsten Video mal, weil das war jetzt erstmal nur die Übersicht, was ist alles neu.